Hi, hi. Heute geht es wieder mal mit den Turtles weiter. Und zwar die dritte Figur von vier aus dieser Wave, aus dieser Kollektion. Diese Figuren wurden wieder neu aufgelegt zu der alten Serie, die 1987 bis 96 gespielt haben. Ich glaube, es waren 10 Staffeln und 100. Um die 190, 94 Folgen oder so, die im Fernsehen liefen. Dazu gab es ja damals diese kleineren Figuren, so circa 10 cm groß. Und jetzt gibt es die neuen dazu. Und ich habe hier jetzt, das letzte Mal hatte ich Raphael und Splinter. Und jetzt habe ich hier Baxter Stockman. Er war in diesen schönen Karton hier drin verpackt. Ups. Danach in einer Tüte in diesem wunderschönen Päckchen. Bei den Turtles ist das Päckchen grün und bei Splinter und bei dem Foot Ninja und Stockman habe ich jetzt gesehen, ist das lila. Hier nochmal das Logo zur Cartoon-Serie. Schönes Päckchen, schön designt. Nochmal mit seinem Namen, also fürs Regal, für alle, die ins Regal stellen. Einfach nur perfekt. Sehr schön designt. So. Ja, und so sieht er aus. Es ist einiges an Gewicht. Also er ist schon schwer. Und er hat einiges an Zubehör. Sogar so einen kleinen Mauser hier unten, der schön bemalt ist. Und auch einiges an Händen zum Austauschen. Köpfe hat er jetzt nicht zum Austauschen, aber dafür viele Waffen. Ich sehe da hinten schon einiges. Sehr schön gemacht. Auch Designpäckchen, schön designt mit dieser Mauer und den Graffiti und so. Natürlich vom Foot Clan das Logo. Bei den anderen ist hier der Panzer. Und dann holen wir ihn auch geschwind raus. Ich habe mich sehr auf diese Figur gefreut, weil er so massiv ist, weil der viel Zubehör hat, die anderen auch, die haben auch viel Zubehör. Die wurden sehr schön gestaltet, haben natürlich auch ihren Preis. Hier sehen wir jetzt, beide haben so, sage ich mal, zwei Stockwerke an Zubehör von dem Plastik. Da müssten wir hier mal schon was abklipsen. Ach. Hier auch noch. Und hier vorsichtig auch noch eine schöne große Figur. Ob der genauso groß ist wie Raphael? Ich meine, dass er größer ist. Ja, denn Splinter und Raphael sind ca. 15 und der ist hier schon, ui, fast 14, 19 cm. Zwischen 18 und 19, krass. Nicht schlecht. Dann wollen wir ihn mal rausholen und zwar vorsichtig, denn ich will diese Verpackungen behalten. Wir haben einen roten Hintergrund, schön gemacht. Sonst schmeiße ich die Verpackungen weg, aber die hier sind so schick, die will ich behalten. Habe ich, glaube ich, jetzt schon tausendmal gesagt, wie schick die doch sind. So, einmal vom Tesafilm befreien. Die sind bunten fest verpackt hier. Mehrere Schichten und Verpackungen. Da kann nichts kaputt gehen. Gucken wir es mal. Denn wie oft habe ich eine Figur in der Hand und dann sind Teile kaputt und das ist sehr ärgerlich, vor allem wenn man dann monatelang auf so eine Vorbestellung wartet. Und im schlimmsten Fall die Figur wegen Retoure zurückschicken muss. Ich glaube, Schlimmeres geht nicht. So, da haben wir jetzt erstmal, ich meine, komplett befreit. Oder hier oben ist noch was. Ach, die Flügel meine ich hier. So, dann erste Schicht an Zubehör. Die Hände, sechs Hände haben die mittlerweile alle hier, aus dieser Kollektion jedenfalls. Hier in diesen Gussrahmen, diesen Bits. Die Teile, Waffen
wie es auch damals bei den kleineren Figuren in den 80ern gab. Finde ich sehr cool gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die auch ein bisschen bemale oder so lasse traditionell. Muss ich mal gucken. Ist auf jeden Fall schön stabil. Ja, es ist schon Gummi, aber es ist sehr massiv, also sehr fest. Gefällt mir sehr gut. Sehr schön gemacht. Die klebe ich dann noch raus und oder ich bemale sie vorher. Ich weiß es noch gar nicht. Ich bin da so unschlüssig. So, auch hier haben wir Hände, die als Faust geformt sind. Komm schon. So, da haben wir sie alle. Und zwar, oh, der hat sogar seinen Ring hier an. Also Hände als Faust. Hände offen, um Waffengegenstände zu halten. Das natürlich alles zweimal. Und dann die offene Hand. Ich muss sagen, die offenen Hände gefallen mir am besten. Ja. Schick, das wären die Hände. Da haben wir das. Dann gehen wir weiter zu vielleicht der Waffe hier. Ups. Da haben wir die Waffe. Die ist auch in Grau. Einmal der Mauser hier. Der steht ja komisch. Gucken, ob der beweglich. Ja, der ist beweglich. Super. Ich dachte schon, der steht so. Das wäre ja Katastrophe. Gut, cool. Der kann die Beinchen bewegen. Den Mund vielleicht? Kann er den Mund bewegen? Kann er den Mund öffnen? Hä, das sieht aber schon so aus, als wenn ob. Ja, der kann den Mund öffnen. Krass. Cool. Eine sehr schöne Option. Der kann den Mund aufmachen. Und da hat er auf der Nase das Logo von den Foot Ninja. Ich hätte es lieber hier hinten oder an der Seite oder auf der Nase. Na gut, dann sieht man es auch gleich. Ja, der sieht cool aus. Er ist stabil. Er hat ein bisschen was an Gewicht. Finde ich klasse. Bewegungspunkte, cool bemalt. Ein sehr schönes Zubehör. So. Dann hier würde ich sagen, seine Fliegenklatsche. Und traurigerweise sehe ich da schon einen ganz kleinen, seht ihr das? Einen ganz kleinen Turtle. Wie grausam ist denn das? Ein ganz kleiner Turtle da oben. Zusammengeklatscht, wie grausam. An sich ist das Zubehör schön bemalt. Gut gemacht, finde ich. Rausholen, wieder rein. Sieht schön massiv und stabil aus. So, jetzt aber. Genug mit Zubehör. Also, der ist richtig. Also man sieht schon an meiner Hand, der ist schon groß, der hat eine schöne Größe und der ist auch schön schwer. Das ganze Gewicht liegt irgendwie hier so. Schon heftig, ja. Also gefällt mir richtig gut. Die Augen, die. Also richtig klasse. Bewegungspunkte wie bei den anderen. Hier die Hand. Die ist beweglich in alle Richtungen. Dann hier am Ellenbogen, das Kugelgelenk hier, der Kopf ist beweglich. Man könnte hier auch noch einen austauschbaren Kopf, aber ja, ich fände es halt immer ganz cool. Muss ja nicht sein. Die Flügel sind beweglich, super. In alle Richtungen. Schön bemalt. Dann hier die extra Hände haben natürlich dieselben Bewegungspunkte. Hier, hier und hier. Cool gemacht. Schöne, große, stabile Hände. Hier auch schön bemalt. Schöne, kräftige Farben. Also mir gefällt das wirklich richtig gut. Ich hätte nicht gedacht, dass Baxter mir so sehr gefällt hier als Figur. Finde ich klasse. Dann hier, man könnte die in alle Richtungen bewegen. Das ist eine sehr schöne Option. Hier haben wir, das ist noch ein bisschen was draufgemalt, die Fliege. Das ist aus Gummi. Wäre auch cool, wenn das kleine, ich weiß nicht, was ist, eine Schere, eine Spritze.
Wenn man das da richtig reinstecken könnte, wäre schon noch besser gewesen als drauf gemalt, aber gut. Dann die Füße sind in alle Richtungen beweglich. Der Körper sogar. Klasse. Schöne, große, stabile Figur und vor allem mit super viel Zubehör. Jetzt schauen wir mal, ob wir sie auch zum Stehen bringen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich zu viel an Wünschen, aber ein cooles Turtle Base wäre auch mega cool gewesen, denn ich befürchte, lange wird er mir so im Regal nicht stehen. Wäre cool, wenn man hier auch schießen könnte. Boop. Alle Hände kriegen eine Waffe, aber hier probieren wir jetzt mal aus. Weil die Hände sind auch ein bisschen aus Gummi, somit kann er alles Mögliche in die Hand nehmen. Wo kriegen wir jetzt das nochmal hin? Und jetzt fängt schon an. Wo kriegen wir das hin? Die Fliegenklatsche, wie war denn das nochmal? Wie war das nochmal? Naja, die kriegt er auf jeden Fall so in die Hand. Sieht doch schon cool aus. Schade, dass ich nicht den Backstein klein gefunden habe. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch habe. Ich habe ihn jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, so als Vergleich, wie das aussah. Aber so haben wir jetzt ihn hier. Schon eine coole Figur. Aber gegen die Turtles hat er natürlich keine Chance. Hier die Hände. Wow. Die sind so stark, die so groß, die könnten hier, die Mauser könnten die hier mithalten. Sieht schon cool aus. Ja. So haben wir ihn jetzt hier. Gucken, wie wir den so stehen bringen. Das ganze Gewicht ein bisschen nach vorne. Und seine Beine. Ein bisschen Fusselarbeit hier. Die Mauser hier nach vorne. Und ich habe noch, ja, schon ein bisschen länger her, meine alten Mauser hier noch. Die sind ein bisschen kleiner und die sind auch nicht beweglich. Der Mund ist nicht zum Öffnen. Aber trotzdem sind sie mega cool und kommen hier extra zur Verstärkung. Eine ganze Armee. Das sieht ja schon mal gefährlich aus. Und hier haben wir mal Raphael. Das ist ja dieselbe Serie, also Wave. Und da sehen wir ihn mal als Vergleich. Bisschen klein. Nichtsdestotrotz stellt sich Raphael tapfer der Sache hier entgegen. Jetzt habe ich schon drei Figuren von vier aus der ersten Wave, die ich habe. Da hätten wir nämlich noch Splinter. Und Splinter und Raphael halten jetzt erstmal die Stellung, bis die anderen Turtles kommen. Ja. Das ist eine coole Wave, muss ich sagen. Also die Verpackungen sind, haben mich schon mich gleich begeistert. Das ganze Zubehör, das ist ja schon eine mega Sache. Wenn ich alle habe, stelle ich mal alle nebeneinander. Also Zubehör ist wirklich viel dabei. Man kann schön rumprobieren, experimentieren und rumtauschen. Tolles Zubehör. Die Figuren sind super beweglich, also wirklich klasse. Und ja, für jeden Turtle-Fan, der sie noch nicht hat oder noch am Überlegen ist, wenn euch das jetzt hier nicht beeindruckt hat, dann weiß ich auch nicht weiter. Auch die Bemalung und die Farben, schön matt, finde ich echt klasse, wenn man sie so alle nebeneinander stellt und die mal beisammen hat, ist das echt eine wunderschöne Kollektion. Ich muss nur gucken, wo ich das ganze Zubehör unterkriege. Ja, eine kleine Schachtel oder so. Und wen haben wir vergessen in der ganzen Geschichte? Die kleine Schildkröte, die darf nicht fehlen. Okay, dann würde ich sagen, das war's erstmal zu Bex Stockman.
Und mit der nächsten Figur geht es mit den Foot Ninja weiter. Dann ist Baxter auch nicht ganz allein. Und ich würde sagen, bis dahin, bis zur nächsten Turtle-Figur, also bis zu Foot Ninja. Bis dahin, bye bye.